willkommen bei den Dumanis. Aber heute ohne Familienoberhaupt. Ja. Jo, ohne Wei. Wir sind heute nur zu zweit. Wir sind unterwegs. Eigentlich ist es ja die Halle, also ist Richtung Silla-Jolo-Strecke, ist ja. Wo fahren wir hin? Ja, das wäre gut. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. Okay, 10 Sekunden ist zu lang. Wir fahren nach Prag. Genau, also meine Tante ist aus Vietnam zu Besuch hier. Und ja, sie wollte nach Paris. Wäre sie nicht da, wären wir eigentlich immer in Nissan, ne? Das wäre auch lustig. Ja, sie wollte eigentlich gerne nach Paris, aber wir hatten alle keine Lust auf Paris. Das ist stressig für 3 Tage. Das ist wieder, das hatten wir letztes Mal schon gehabt, wo wir mit dem geilen Volvo gefahren sind. Das war zu stressig. Also hätte man jetzt so verlängertes Wochenende, Montag frei, Dienstag frei, dann hätte man Paris machen können. Aber ich finde das, weil Paris... Ja, aber das habe ich jetzt an Onkel abgeschrieben. Aber hey, in Prag gibt es auch einen Eiffelturm. Stimmt, haben wir auch. Also, stimmt, da ist auch da eins. Können wir auch. Und da sind auch viele Sehenswürdigkeiten, sag ich mal. Jetzt nicht so viel wie in Paris, aber schon ein bisschen was los, ne? Heute fahren wir mit dem geilen CLS von Jan. Das ist eigentlich ein gutes Reiseauto. Auf jeden Fall günstig. Nicht laut, nicht am rumschreien, der Auspuff. Ja. Noch geiler wäre es ja, wenn der Bus da wäre. Ne? Also wir holen jetzt meine Tante, die ist heute Morgen nach Hamburg gefahren. Eigentlich ist es voll die umgekehrte Richtung, weil von uns fahren wir über Hannover. Das ist ein bisschen weiter, aber dann ist es so. Ja, ich müssen wir den Schwung nach Berlin mitnehmen, denke ich mal. Ne? Bis kurz vor Berlin und dann Richtung Leipzig, Halle, ja. Dresden und Prag. Genau, also ich hoffe, ihr habt Bock drauf, dass wir euch mitnehmen. Das letzte Mal war ich vor 2 Jahren in Prag, ne, meine Geburtstag. Also 1,5 Jahre. Kann sein. Nein! Was war? 2 Jahre her! Ich fahre 3-4 Mal im Jahr dran vorbei. Ja, ich war das letzte Mal an meinem 21. oder 20. Geburtstag war ich in Prag. Irgendwie so war das. So, leider ein bisschen verspätet heute. Wird jemand angehalten? Nee! Oder? Der ist zu Fuß! Ja. Aber vielleicht steht sein Auto hier irgendwo, weißt du ja nicht. Sieht nicht so danach aus. Wir haben noch 2 Stunden und 20 Minuten oder so. Wir waren eben in Berlin, wir sind jetzt irgendwo zwischen Berlin und Dresden. Ja, das Problem ist, wir sind ja über Hamburg gefahren, weil wir meine Tante da abholen mussten. Und ja, dann fährt man über Berlin. Ist ein bisschen, also ich sag mal so, werden wir jetzt unseren normalen Weg gefahren über Hannover, Braunschweig, Leipzig. Ja, wir wären fast schon in Tschechien. Ja, ich denke auch. Wir wären sogar in Tschechien. Ja, ich denke auch. Wir wären jetzt in Tschechien. Und Leute, diese Strecke regt mich so auf, Alter. Unbegrenzt, 5 Kilometer, dann, dass man wieder ein bisschen Strecke aufholen kann, auf einmal 100. 500 Meter weiter, unbegrenzt. Die ganze Zeit schon so. Egal, wir haben Zeit. Ey, du weißt gar nicht, was ich gebucht habe, ne? Ich nehme euch mit. Ich habe nur irgendwas gehört. Was hast du? Irgendwas Kleines. Nee, eigentlich nicht. Angeblich 3 Räume. Mal gucken. Wir nehmen euch mit. Wir müssen ja auch testen, ne? So, Grenze nähert. Herzlich willkommen. Nee. Warte. 1200 Meter. Also, herzlich willkommen in Tschechien gleich. In 1200 Meter. Ich hab doch gesagt gleich. Auf jeden Fall. Der Joker hat die ganze Fahrt hinter sich gemacht. Jo. San ist die ganze Zeit gefahren. Ich wollte, aber er wollte nicht. Er übt schon mal. Warum üben? Ich schaffe das. Alleine schafft man das nicht. Oder ich bin der Erste, der es schafft aus Rotburg alleine. San, es geht aber auch um die Sicherheit, ne? Ja, dann mache ich halt mehr Pause. Siehst du doch, siehst du? Erste Pause ist in Prag dann bei mir. So, Tschechei. Warte, da ist es schön. Grüne Autobahn. Eigentlich sind die Autobahnen überall grün, nur in Deutschland nicht, ne? Nö, in Holland sind die doch gelb. Nee, Holland ist blau. Belgien ist gelb. Irgendein Land ist das die Polizei auch. Oder was ist das? Das nein. Oder was ist, leuchtet da so? Das ist ein Bauernhänger oder sowas. Ah, okay, nee, ja. Leute, ich habe gerade vergessen, wie schnell der von dem.
die denn? Keine Ahnung. Die waren alles dann. Ich fahre 90. Ja, aber wenn nur 80 erlaubt ist. Haben wir was verloren? Irgendwie waren die Leute. Ich fahre jetzt hier runter. Ich fahre jetzt hier runter. Und schauen wir mal nach. Aber Licht ist an. Ja, Licht ist an. Beide auch. Egal, wir gucken mal gleich. Ich habe hier so ein Tiny House gemietet. Jetzt mal ohne Witz, Leute, guckt, schau mal hier rum. Das sieht aus wie in Amerika. Das sind diese Tiny Häuser? Nee, guck mal da geradeaus. Das sieht aus wie in Amerika. Guck mal. Ja, und da ist Late Check-In. Da ist nur einer, also ist das auch unser. Da sind irgendwie die Anweisungen. Also hier das kannst ist nicht, du überall das ist nicht unser Haus hier. Nein, das ist nur die Rezeption. Ja, dann holen wir den Schlüssel. Sieht schon lustig ey, aus, sieht, ne? Das, ey, da oben ist mein Lupo. Aber das sieht aus wie in Amerika, so eine Wohnsiedlung, diese, ja, wo ja. Slim Shady aufgewachsen ist. So, ich glaube, das da oben ist unser Haus. 19. Ein weiter? Ein weiter. Zweite Reihe. Ach so. Nee, nicht hier, oder? Ah, 10? Sag ich doch, ein weiter. Wenn wir schon was finden hier. Ey. Wir haben 19, 12. Ah, die sehen schon lustig aus, ne? Aber es sieht auch wackelig aus, aber das werden wir jetzt testen. Was habe ich dir gesagt, San? Ein weiter. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt rumkommen. Nein. Kommen wir da rum? Aber warte mal, hier könnten wir rumkommen. Dann müssen wir über die Wiese fahren. Die haben hier auch Campingstellplätze. Ich drehe um. Ich werde da umgedreht, da vorne. Wieso? Ich will doch hier umdrehen. So, wir nehmen euch gleich mit. Das Gute ist, da ist das Häuschen. Wir haben unser Auto direkt vor der Tür. Ich weiß nicht, gibt's das ja im Motel dann. Weißt du so, ne? Motel? Motel ist nur für die Nacht, Stunden, denkst du. Tada, es ist dunkel. Wo ist hier das Licht? Wo ist das Licht? So. Nein. Das war Außensicht. Das kannst du auch anders. Das ist Küche. Oh, ein Badezimmer. Einmal ein Wohnwagen, ja? Ja. Ein Badezimmer. Okay, hier ist noch irgendwas. Brauchen wir Kühlschrank? Ohne Klimaanlage gibt es. Oh, hier ist... Gut, du. Das ist richtig klein, aber Zahn, das muss man ja zusammenrücken. Okay, das kannst du hier wohl noch machen. Was ist das? Eine einzelne Toilette. Hier ist noch ein Schlafzimmer. Ey, sag mal, sind das die Betten kurz, Zahn? Leg dich mal probeweise drauf. Welches Zimmer gehört jetzt mir? Also es ist sehr klein und bescheiden, aber es ist alles da, was man braucht, ne? Ein Manko habe ich gefunden. Was heißt denn Manko? Das ist eine Toilette ohne Waschbecken. Ich meine, du stehst hier zwar direkt in der Küche, musst du in der Küche eben halt waschen. So, Überraschung, Überraschung. Das sehen wir nachher, wer aus dieser Tür kommt. Ich habe hier eine Freundin. Die macht Massage und die ist richtig gut. Richtig gut. Die beste Massage. Ich weiß nicht, er wollte unbedingt Dauerwelle. Und meine Freundin. Ja, ausprobieren. Hat, also, ja, wächst ja raus. Wächst raus. Also das Einzige, wovor ich Angst habe, dass sie meine Haare kaputt machen. Aber Dauerwelle macht ja, Haare aber bei kaputt. Männern ist das nicht so schlimm. Ja, also, weiß ich nicht. Ne? Also Beispiel, ein Kollege von mir hat Dauerwelle, seine Haare sind schon. Du musst du einmal abrasieren. Hoi. Nee, einmal. Ich will die ja rauswachsen lassen, so oder so. Deswegen, so. Wir einmal sind nur hier testen. In Klein-Vietnam, ungelogen, das ist Klein-Vietnam. Wir holen gleich auch noch was Leckeres zu essen nach Hause. Ja, Baguette. Banh mi. Banh mi. Sun ist fertig beim Friseur, aber ihr seht ja, wir haben jetzt keine Dings, sondern einfach nur so... Ich wollte, guck mal, Leute, das Problem ist, ich werde oft als Afghane dargestellt. Ich habe nichts gegen Afghanen, das sind korrekte Menschen. Aber ich hatte Angst, wenn ich jetzt Locken, richtige Locken, Locken, Locken habe. Deswegen habe ich ihm gesagt, bitte große Locken, am besten nur Wellen. Weil? Weil dann sehe ich sonst 100% aus wie ein Afghane. Aber ich bin stolzer Vietnamese, deswegen geht das nicht. Aber stolzer ich Vietnamese im Herzen was? Im Herzen, was, wie meinst du das jetzt? Ja, stolzer Vietnamese im Herzen ein Teil türkisch. Ja, das
Ja, also Locken, wenn meine Haare nass sind, habe ich gefühlt einen Afro. Ich zeig das Mama mal später. Nee, ich zeig das mal. Das ist so leichtfällig, sieht aber gut aus. Also sieht nicht so, ich dachte immer, ja, du willst hier so eine Dauerwelle. Nein, so. Ich will kein Afro haben. Das habe ich von Anfang an schon gesagt. So, genau so. Also hat er es genau ja, richtig Ja, weil gemacht. Das Gute ist, ich kann glatte Haare tragen und ich kann auch gelockte Haare tragen. Das ist das Gute. Leider regnet das jetzt ein bisschen. Ich habe hier eben einen Deutschen gesehen. Echt? DEG-Kennzeichen. Ich habe keine Ahnung. Ah. So, wir gehen jetzt ein bisschen spazieren in Prag, in der City. Ich nehme euch mit. Egal, ich muss Gas geben. Weil? Weil da vorne Baustelle ist. Ach so, und da ist der Bus, ja. Nach 200 Metern. Da bei der Karlsbrücke. Und wir haben ihm geguckt, eine Bootfahrt kostet 15 Euro. Also die eine jetzt, das war... Ja, ja, aber ist völlig okay, finde ich. Eine Stunde geht die, steht da auch. Ja, finde ich völlig okay. Aber wir haben hier mal Tretboot gemietet, drüben auf der anderen Seite. Ich fand das viel lustiger, Tretboot. Also von hier sind wir noch nie gegangen. Wir sind immer da drüben gegangen. Hier ist das Franz Kafka Museum. Und das Lustige, erzähl mal die Geschichte mit den lustigen Jungen. Da gibt es irgend so einen Brunnen. Ah, hier ist aber überall Baustelle. So, diese Menschensäule. Liebe Grüße, Schatz. Hier ist sie. Hier wollte doch unbedingt hin. Ja, er wollte unbedingt hin, weil die keine Ahnung, was das soll. Jetzt sind wir auf Zufall hier gelandet. Ja, und keine Ahnung, was das soll. Die pissen sich einfach, pissen sich gegenseitig an. Nein, die pissen sich nicht an, aber die pissen sich. Hier. Keine Ahnung, was das soll. Mehmet wollte hier hin aus Gag. Leute, das Wasser ist jetzt auch nicht das Sauerste, ne? Nee. Naja, die pissen ja auch. Ja. Wie soll das denn auch sauber werden? Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, hier, guck mal, Lebkuchen. Also willst du eigentlich zu dieser Kirche da mit diesem Glockenspiel da? Ja, können wir machen, die ist da hinten. Ich glaube nicht, dass wir das zeitlich schaffen, Alter. Wir gehen jetzt einfach erstmal zu Karlsbrücke. Oh, weißt du noch, wir haben hier diese... Hier, Lebkuchen. Ja. Diese Glockenspiel. Ja, das meine ich ja, Glockenspiel. Da ja. Gibt es doch so da ein Spiel. Ich glaube, das ist aber nur einmal am Tag. Da, wo die Puppen da rumrennen. Ja. Keine Ahnung. Könnt ihr euch bei YouTube reingucken? Ich glaube nicht, dass ihr es sehen. Nein, morgen nicht bei uns. Wenn wir sind. Hier ist die kleinste Straße der Welt. Stopp mal, ihr braucht gar nicht nach Prag kommen. Wir haben in Bremen Schnorrloch. Das kleinste Haus. Ja, nein, da gibt es auch so, solche Gassen in Bremen. Und das sind wirklich die Straßen am Bremen Schnorrhaus. Ja, aber guck mal, da ist sogar eine Ampel. Die stellen sich einfach hier alle an, um einfach sich da ein Foto zu machen. Aber kommt nicht her, geht nach Bremen. Bremen ist besser. Außer wenn ihr aus Dresden kommt, ne? Nein, ich finde das hier Prag. San, Prag kannst du nicht mit Bremen vergleichen, tut mir leid. Bremen kannst du mit gar nichts vergleichen. Bremen ist ein Land für sich selbst gefühlt. Ich nenne Bremen schon als Land. Aber ihr seht ja, die stellen sich einfach hier an. Die denken, wir stellen uns auf. Richtig cool. Das soll Star Wars sein. Bella, ciao. So, habt ihr es gehört? Bella, ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. Das ist ja typisch Prag, aber ich mag es leider nicht. Das ist so mit Zimt, den kannst du mit Schokolade, mit egal was befüllen lassen. Manche machen da, also das ist, in Deutschland kennt man das als Baumkuchen. Ja, oder Baumkuchen? Nicht? Ich weiß es nicht, das ist typisch. Und Dings ist, Sahne Zimt. Oder Eis, außenrum ist Zimt, genau. Das schmeckt so ähnlich, Leute, wie Churros in Trocken, weil es ja nicht frittiert ist. Ja. Also es schmeckt wirklich so. Also ich habe schon oft gegessen, ich brauche das jetzt schon nochmal essen. Da kannst du sehen, wie die Frau das macht. Ja, da kommt Sahne, Erdbeeren. Also du kannst das füllen mit Eis, mit was weiß ich. Mit was man will. Ja. Janta, ja. Gehen wir zu der berühmten Karlsbrücke. Mehmet hat seine eigene Story dazu, ne? Ja, San? Vin Diesel. Genau, deswegen ist die Brücke bekannt. Weil welcher Film war das nochmal? Vin Diesel. Also ich weiß noch irgendein Film, wo Vin Diesel mitgespielt hat. Da ist er doch von der Brücke gesprungen. Genau, genau. Und Mehmet erzählt immer die Geschichte. Warum ist die wohl berühmt?
hier ist immer was los. Ne? Ich habe das noch nie leer gesehen. Einfach nur schön. Mehmet würde sagen, einfach nur genießen. Nein, sie macht das gut. Meld dich bei DSDS an. Also Urheberrecht gibt es hier bestimmt nicht. Die schöne Prag ist immer ein Erlebnis wert. Es ist richtig schön, einfach nur spazieren gehen, chillen. Wir haben uns mal hier mal vor Jahren diese E-Scooter, aber hier kannst du nicht fahren. Das sind alles diese Pflastersteine, kannst du nicht fahren, E-Scooter. Der Herr hat ohne Gummi kassiert. Leute, er hatte so Durst. Ich hab ja gesagt, ich bin noch leicht angekränkt und die Kälte ist trocken im Hals, man ist voll am Husten. Braucht schwer was zu trinken. Ich habe mir hier eine Fanta geholt. Ist jetzt. Gibt's auch in Deutschland, ist nichts Besonderes. Traubenfanta. Ich habe dafür 4,50 bezahlt. Alter Schwede. Für 4,50 kriegen wir einen Viererpack in Deutschland. Ja, okay, aber was hat damals hier zum Beispiel nur 1 Euro noch was gekostet? Ja, also das weiß ich. So oder so, man merkt das ja auch. Zigaretten sind gestiegen im Preis, definitiv. Ich habe nach einer Stange zum Beispiel gefragt, was haben die gesagt, 67 Euro? 67, ja, ist immer noch billiger als Deutschland, aber nicht trotzdem, mehr so. Ja, aber trotzdem, es lohnt sich nicht mehr. Ich habe gesagt, bis 45 gebe ich aus, bei Polen kostet die Beispiel noch 45, 50 Euro. Das hätte ich gemacht, aber das rentiert sich nicht. Nein. Ja, ein bisschen spart man schon. Nee, bei der 20er. Nein, spare ich nicht. Weil sonst tue ich mir die 20er Schachtel und da sind 60 Stück drin. Knapp 60 Stück drin. Und das sind 3 Schachteln schon in einer. Verstehst du? Sprich 67, sagen wir 70. Okay, sagen wir 3x 20er Schachtel, 3x 6 sind. Also was möchtest du rechnen? 190 Zigaretten sind das da. Ja, aber 20 sind da drin. Wie viel kostet die? So, ich rechne für dich. Eine Schachtel? Ja. Was haben wir bezahlt? 4,50? Nee. Ja, und wie viel kostet 6 Euro oder so haben wir bezahlt? 4,50. Ich habe keine Ahnung, ist auch egal. Ich mach das Thema zufällig. Okay. Wollen wir nicht da lang? Wir gehen da lang. Ich mach das Thema nochmal auf. So. 60 Zigaretten in 20 Euro, ja, richtig? Knapp 60. Okay, hier sind 6,50 Euro, bin ich der Meinung, kostet eine Schachtel. Also brauchst du 3 für. Sind 18, also reicht gar nicht. Also nein, dann sind die ja nur 50 Cent billiger. Ja, deswegen sag ich doch, das rentiert sich nicht. Okay, rentiert sich nicht. Danke. So, wir gehen jetzt hoch auf diesen sogenannten Eiffelturm von Prag. Da ist ja auch ein Turm. Da waren wir auch schon mal mit den Kindern. Sun war da nicht drauf, oder? Warst weißt du nicht noch Jan? Oh ja. Musste. Ja, Jan. Genau das Flashback, was ich auch hatte. Ich hatte es am echten Eiffelturm gehabt. Ja, stimmt. Bei mir war es aber auch noch mal extrem, extrem schlimm. Ja. Da ist doch der Eiffelturm schon. Ja, stimmt. Jan hatte das am unechten Eiffelturm. Sun hatte das am echten. Ich bin halt der Echte, deswegen. Wow, oh, was ist das, das denn? Mal an, Alter. Die Handkamera. Ja, das ist kein Schlagloch. Das ist kein Schlagloch mehr, Alter. Guck mal hier. Ach du Scheiße. Also wäre ich da reingefahren, die Felge wäre. Im Dunkel bitte nicht. Die Felge wäre weg. Im Dunkel bitte nicht hier hochfahren. Ja doch, jetzt wisst ihr es ja. Jetzt könnt ihr im Dunkeln. Oh, hochfahren. Da kommt aber noch mehr. Guck mal. Nee, mittig, das geht. Ich weiß, aber die hier geht jetzt. Auch ein. So, hier war, glaube ich, auch Militärgelände. Und das hier ist unser Ferienhaus. Ja, genau. Spaß. Mama, ich gehe jetzt nicht mit hin, ne? Ja, musst du auch. Ich bleibe im Auto. Ja, okay. Ich parke hier und dann bin ich da. Ja, okay. Letztes Mal haben wir auch genau hier geparkt. Du bist im Auto geblieben. Weil ist schön, aber ist jetzt auch nicht so. Es ist auch wirklich wenig Besuch. Im Sommer war hier mehr Besuch. Ich habe uns zum Hotpot-Essen eingeladen. Das ist Mais, das ist aber weißer Mais. Man nennt das Klebreismais. Also ich freue mich gerade auf die Hühnerfüßchen. Und hier Hähnchen und Shiitake-Pilze. Da drüben sind noch
Tofu. Und hier drüben ist noch so Gizola. Nein. Zwei Nächten verlassen wir das Camp. War eigentlich ganz angenehm. Hier kann man frühstücken. Kann man mit Frühstück buchen, ohne Frühstück buchen. 161 Euro hat mich das gekostet. Ich glaube 161 für zwei Nächte. Aber ist okay. Also war sauber. Sam, sein Schlafzimmer war ein bisschen kalt. Deswegen, aber wir haben dann nächste Nacht Tür aufgelassen. Dann ging es weiter. Es gab nur eine Heizung im kompletten Tiny House. Auch den Muntermacher. Thailändischer Red Bull. Ja, aber nein, du hast gesagt, es wird vietnamesisch. Aber Leute, hier erstens die thailändische Schrift und Made in Thailand. Ich habe mir jetzt schon probiert. Leute, trinkt die nicht. Das ist originaler Red Bull, ja, aber ohne Kohlensäure. Das schmeckt gar nicht. Das ist wie ein Red Bull, den ich vor drei Stunden aufgemacht habe. Und aber knallt der? Keine Ahnung, ob der knallt. Ich habe so das. Also mein Bubble Tee, das ist richtig so original Bubble Tee, weil das ist aus frischen Früchten gemacht. Der ist richtig lecker. Wem wegen? Mashallah! Hat uns gegrüßt und hat uns auch noch. Ja, mit einem Gas begrüßt. Aber das sieht auch richtig gut aus. Nur er hat Schweifhaken drauf. Ja, bestimmt wegen Winter vielleicht schon, oder? Winter, wir haben noch Sommer hier. Ja, aber von O bis O. Zusammen. Wir haben beide Bottropper Kennzeichen. Ja, und beide rot. Einer Imola rot und das ein anderes rot. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt, wegen dem Sonneneinstrahlung. Ja, ich weiß nicht. Also liebe Grüße nach Bottrop. Liebe Grüße nach NRW. Komm, geh vor. Ade. Du darfst.